Hallo alle zusammen. So, wir machen heute mal was anderes und zwar sind wir in Südtirol unterwegs. Wir machen den Ortler über den Hintergrat. Wir sind jetzt hier auf der Hintergrathütte. Seht ihr hier? Viererzimmer. Man fährt von Sulden mit dem Sessellift hoch und dann hat man, wenn man langsam läuft, ungefähr eine Stunde Zustieg. Wir haben es so in einer Dreiviertelstunde gemacht zur Hintergrathütte. Ist recht einfach. Und ja, hier stehen wir morgen um 3:30 auf, frühstücken und laufen dann los. Die ersten 2 Stunden geht ein bisschen über Moränengelände, aber ja, danach soll es eigentlich ganz schön werden. Ich weiß noch nicht, ob ich euch das zeigen kann, wie es vom Licht her aussieht, aber ihr seid auf jeden Fall dabei. Ich zeige euch jetzt hier gleich noch ein bisschen die Umgebung. Und ja, ich denke, ich sag jetzt schon mal gute Nacht und wir sehen uns dann morgen, sobald genug Licht da ist. So, guten Morgen. Wie gestern schon gesagt, sind wir noch im Dunkeln auf dem Zustieg. So sieht das hier ungefähr aus. Geröllig seit jetzt einer guten Stunde. Wir sind mittlerweile auf über 3000 Meter. Und ja, latschen jetzt einfach mal weiter und schauen, was die Tour so bringt. So, wir sind jetzt schon ein Stückchen weiter. Haben uns jetzt mal die Steigeisen angezogen, weil wir hier über so ein Eisfeld müssen. Und da hinten oben sieht man schon das Gipfelkreuz. Sind jetzt so 3450 Meter knapp. Ortler ist 3900 hoch. Und ja, da hinten steht noch eine lustige Biwakschachtel. Die habe ich vorher auch erst gar nicht gesehen. Ja, wir laufen jetzt entlang und schauen mal, was da oben die Kletterei noch bringt. So, wir sind jetzt auch über das Eis-Schneefeld drüber, das seht ihr da unten. Hinter mir sieht man auch schon den Gipfel. Und ja, wir haben jetzt ein kurzes Päuschen gemacht, Steigeisen wieder ausgezogen. Und ich denke, jetzt gehen wir gleich mal ein bisschen zügig weiter. Wir sind heute Morgen als Letzte los, wir haben bewusst eine halbe Stunde noch gewartet, nachdem die Letzten raus sind. Einfach damit man nicht auf irgendwen auflaufen oder sowas. Und es ist gerade echt wunderbar still. Also man sitzt hier und hat einfach Ruhe. Ne? Schon echt schön. Gut, dann machen wir weiter. Ja, wir sind jetzt fast oben. Wenn ich nicht vertue, nur eine ordentliche Kletterstelle. Und in die werde ich jetzt bereit starten. Ja. So, also wir sind jetzt auf dem Gipfel und hier rundum sind ganz viele Leute, wie es halt auf dem Ortler ist. Und ich zeige euch jetzt nochmal das Panorama, zeige euch auch kurz den Grat, den wir hoch sind. Und ja gut, jetzt sehen wir das Gipfelkreuz mit Leuten drauf.
Ja, und wir steigen gleich ab. Da seht ihr jetzt nochmal den Gipfel. Da sind wir schon runtergelaufen jetzt, also über den Gletscher. Das ist das Panorama. So, da seht ihr jetzt nochmal, wo wir runtergekommen sind. Und da hinten geht es zur Hütte. Wir haben jetzt vom Tempo ein bisschen verloren, weil wir auf viele Leute warten müssen, die hier den Normalweg hoch und wieder runter gehen. Aber das ist voll okay. Wie gesagt, wir sind bald da. Wetter ist super. Und ja. Da kommt man runter. Ja, guten Morgen. Ihr habt gerade den Sonnenaufgang gesehen und wir sind jetzt schon auf dem Weg ins Tal nach Sulden. Peierhütte ist wirklich super. Ich zeige euch die auch gleich nochmal. Und ja, ich denke, das war's für uns dann mit dem Outlaw. Wir fahren jetzt noch in den Wilden Kaiser und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.